war Philosoph, Ökonom, kommunistischer Revolutionär und sprach etwa 20 Fremdsprachen. Friedrich Engels war einer der wichtigsten Menschen des 19. Jahrhunderts. Zu seinem 200. Geburtstag wird ihm in diesem Jahr mit allerlei Veranstaltungen und Festen gedacht. Doch wer war Friedrich Engels? Was hat er in seinem Leben gemacht, dass man ihm noch 200 Jahre nach seiner Geburt gedenkt? Und was für eine Bedeutung spielt sein Werk heute? Diesen Fragen wollen wir auf die Spur gehen. Friedrich Engels ist als ältester Sohn eines Unternehmers im heutigen Wuppertal geboren. Die Familie Engels hatte ihren Wohnsitz und ihre Textilfabrik in der Stadt Barmen. Nicht nur in Barmen spielte der Familienpatriarch Engels eine wichtige Rolle. Er war ein sehr reicher Unternehmer. Selbst der damalige König Wilhelm ist für eine Zeit bei der Familie Engels untergekommen. Als ältester Sohn hatte der junge Friedrich die Aufgabe, die Familie nach außen zu vertreten. Jedoch zeichneten sich schon früh Konflikte in seiner Familie ab. Er rebellierte als Jugendlicher gegen seinen konservativen und religiösen Vater. Dafür genoss er eine sehr gute Ausbildung. Schon sehr früh interessierte er sich für Journalismus und das Schreiben. Das merkt man auch an seinen Texten, bei denen er immer großen Wert auf seine Ausdrucksweise gelegt hat. Mit kaum 20 Jahren ging der junge Friedrich nach Berlin für den freiwilligen Wehrdienst. Berlin war damals das philosophische Zentrum Preußens. Hier besuchte er Vorlesungen in der Universität und trat in engen Kontakt zu den sogenannten Junghegelianern, die sich auf den deutschen idealistischen Philosophen Hegel beriefen. Später in ihrer Schrift »Die heilige Familie« grenzen Engels und Marx sich teilweise heftig von diesen ab, da die Junghegelianer den Idealismus Hegels nicht ablegen konnten. Trotzdem war diese Zeit sehr prägend für Engels, denn hier lernte er die Dialektik kennen. Dialektik beschreibt eine bestimmte Art, die Welt, ihre Bewegungen und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Im Gegensatz zu den Hegelianern, die die Dialektik auf die Gedankenwelt angewandt haben und für die die materielle Welt aus den Ideen folgt, stellten die beide die Dialektik vom Kopf auf die Füße und wendeten sie auf die wirkliche Welt an. Zurück in England nahm sich Engels wieder der kaufmännischen Arbeit an und studierte dazu die modernsten Formen der Weberei. England war damals das industrielle Zentrum der Welt. Fast die Hälfte aller Industrieproduktion fand dort statt. Die großen Industrieanlagen hatten einen nahezu unstillbaren Hunger nach Arbeitskräften. Hier in England wuchs also auch das Proletariat als Klasse heran und organisierte sich für den gemeinsamen Kampf. Engels stand im engen Kontakt zu den Gewerkschaften und den verschiedenen sozialistischen Bewegungen. Er sah das Elend, in das die Arbeiterinnen und Arbeiter durch die Industrie gedrängt wurden. Seine Beobachtungen hielt er in einem Buch fest, welches heute als eine der ersten soziologischen Studien gilt: Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Er untersuchte anhand von Statistiken und eigenen Beobachtungen und Gesprächen mit den arbeitenden Menschen das Elend der Massen zu seiner Zeit. Zu dieser Zeit kamen Karl Marx und er auch zum ersten Mal in Kontakt. Es entwickelte sich eine sehr enge Freundschaft zwischen den beiden. Sie fingen an, sich Briefe zu schreiben, kritisierten einander und diskutierten ausgiebig. Engels Erfahrungen als Kaufmann und seine Studien der Nationalökonomie waren wichtige Denkanstöße für Marx' Beschäftigung mit dem Thema. Daneben unterstützte Engels die Familie Marx, die zeitweise in bitterer Armut lebte, auch mit dem Geld, das er als leitender Angestellter im Betrieb seines Vaters verdiente. In dieser Zeit hatten die Gewerkschaften großen Zulauf und auch die damalige Sozialdemokratie war bereit, gegen die herrschende Ordnung zu kämpfen. Seit langer Zeit wurde bereits an den feudalen Fesseln gerüttelt. Die Bevölkerung forderte demokratische Rechte und jetzt stand mit dem Proletariat eine neue Klasse auf, die die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein für allemal beenden will. Engels kämpfte innerhalb der proletarischen Bewegung für den wissenschaftlichen Sozialismus. In der Bewegung kamen Fragen auf wie: Reicht der Wille der Arbeiterinnen und Arbeiter, um die Gesellschaft zu ändern, oder brauchen die Arbeiterinnen und Arbeiter eine revolutionäre Partei? Hier konnten Engels und Marx sich durchsetzen und gründeten den Bund der Kommunisten. Der Bund der Kommunisten gab damals das Manifest der Kommunistischen Partei heraus. Auch heute genießt das Manifest noch großes Ansehen und wird vielfach studiert. Es ist das viertmeist gedruckte Buch der Welt. In dem Buch stellt der Bund der Kommunisten dar, dass der Kommunismus nur über einen revolutionären Bruch mit der alten Gesellschaft und mittels der Diktatur des Proletariats erreicht werden kann. Damit positionierten sie sich klar auf Seiten der Revolutionäre und grenzten sich von den damaligen reformistischen Sozialdemokraten ab. Die Volkserhebungen erschütterten das alte, verkrustete Europa.
In Frankreich wurde die Republik ausgerufen und Fürst Metternich dankte in Wien ab. Für Deutschland stellten die Kommunistinnen auch wichtige Forderungen auf. Die zersplitterten Fürstentümer sollten zu einem einheitlichen Staat zusammengefasst werden. Sie forderten außerdem die Volksbewaffnung, die entschädigungslose Enteignung der Kirchen und Fürsten sowie kostenlose Bildung für die Volksmassen. Diese Forderungen hätten die Feudalherren niemals zugelassen, also griff das deutsche Volk zu den Waffen. Engels reiste zurück in seine Heimatstadt und half mit dabei, in Wuppertal Barrikaden zu errichten. Hier war er auch Kommandeur der Artillerie, doch die Aufständischen konnten den preußischen Truppen nicht viel entgegensetzen und unterlagen vorerst. Ein paar Monate darauf kam es zu neuen Erhebungen, diesmal in Baden und der Pfalz. Wieder zog es Engels dorthin, diesmal als Hilfsoffizier. In einigen Briefen schreibt Engels über seine Zeit bei den Aufständischen, die oft sehr schlecht ausgerüstet und amateurhaft waren. Viele von ihnen waren nur mit Sensen bewaffnet. Außerdem hatten nur die wenigsten eine militärische Ausbildung genossen. An militärischer Disziplin mangelte es sowieso. Noch bevor es zu größeren bewaffneten Konflikten mit den preußischen Truppen kam, feierten die aufständischen Truppen und betranken sich maßlos. Die fehlende Disziplin, die fehlenden Waffen und letztendlich die militärische Übermacht der Preußen verpasste den Volkstruppen eine vernichtende Niederlage. Engels wurde als einer der Rädelsführer gesucht und musste in die Schweiz fliehen. Die Hoffnung auf den Umsturz war vorerst gestorben. Doch Engels blieb weiterhin aktiv in der proletarischen Bewegung. Er verfasste sein Werk Anti-Düring als Antwort auf die ideologischen Fehltritte der deutschen Sozialdemokraten. Ebenso bekannt ist seine Schrift Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in welcher er sich für eine wissenschaftliche Weltanschauung stark macht. Damit bezieht er klar Stellung zu den vielen utopischen Sozialisten, die es nicht verstanden, den Sozialismus aus den materiellen Umständen zu entwickeln, sondern versuchten, der Wirklichkeit ihre Ideen überzustülpen. Gerade im hohen Alter nahm sich Engels nochmal die Zeit, um an grundlegenden Werken zu arbeiten. Über Jahre schrieb er an dem Buch Dialektik der Natur, in dem er auf vielen Seiten die dialektisch-materialistische Weltanschauung der Kommunisten und Kommunistinnen darlegt. Was vielen nicht bekannt ist, ist Engels entscheidende Rolle bei der Fertigstellung des Kapitals. Nachdem Karl Marx nämlich den ersten Band des Kapitals rausgebracht hatte, verstarb er und hinterließ etliche Stapel an Notizen. Engels war einer der wenigen, die seine Schrift entziffern konnten und machte sich daran, das Werk zu vollenden. Mehrere Jahre dauerte es, bis Engels Band 2 und 3 veröffentlichen konnte. Ihm verdanken wir heute dieses Werk, was die kommunistische Bewegung bis heute noch studiert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hilf uns doch dabei, das Erbe von Engels aufrechtzuerhalten und teile das Video und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.